Hallo und guten Tag. Heute geht es um Augenhöhe. Augenhöhe ist ein interessantes Thema. Begegnung findet nur und ausschließlich dann statt, wenn Augenhöhe etabliert ist. Aber gleichzeitig kann ich selber jederzeit Augenhöhe etablieren. Und ich brauche nur eine Entscheidung dazu. Sehr hilfreich ist es, wenn vorgeschaltet zu der Entscheidung die Erkenntnis kommt, dass ich im Moment nicht Augenhöhe habe. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern, das macht es viel klarer. Augenhöhe findet zum Beispiel dann nicht statt, wenn ein Bettler mir begegnet. Sein Vorschlag ist nicht Augenhöhe. Er schlägt mir vor, er ist klein und ich bin gross. Für einen Moment ist das immer cool. In einem One-Night-Stand ist das auch oft so, dort machen das beide. Für einen Moment ist das immer cool. Es hinterlässt aber fast immer ein schales Gefühl und wenn Beziehung wachsen sollte, dann funktioniert nicht Augenhöhe nie. Augenhöhe, dort findet Beziehung statt. Also, wenn jetzt ein Bettler kommt und mir das Angebot macht von nicht Augenhöhe und ich ganz klar für mich entscheide, ich will Augenhöhe, dann werde ich Augenhöhe erleben. Und wenn ich bei dieser Entscheidung bleibe, werde ich mit grösster Wahrscheinlichkeit schnell auch deren anschliessen. So konnte ich es dann für mich installieren, dass ich Augenhöhe erlebe. Ich sage euch, wie das funktioniert. Wenn ein Bettler mich anbettelt, dann habe ich zwei Varianten, die ich wähle davon. Die eine ist, dass ich sage, nein, danke zu deinem Angebot. Dann bin ich auf Augenhöhe. Ich sage ihm danke, dass du mir anbietest, dass ich mich gut fühle. Vielleicht in meinem Kontext fühle ich dann, dass ich ins Paradies komme, wenn ich ein grosszügiger Spender bin. Wie auch immer. Der Austausch ist Geld gegen ich fühle mich gut. Und wenn ich das nicht möchte, sage ich, nein, danke. Das ist Augenhöhe. Die Alternative ist, dass ich sage, ja, gern, lass uns in ein Kaffee gehen. Lass mich mal dir zuhören. Ich möchte wissen, was du gelernt hast über deinen Beruf von Bettler sein. Die Geschichten, die sie dann hören, die sind beeindruckend. Und das Erste, was passiert in so einem Gespräch, ist, die Maske vom Bettler, sein Darstellen von nicht Augenhöhe, von kleiner sein, fällt weg. Normalerweise in einer Sekunde. Normalerweise dann, wenn er aufsteht und mit mir ins Starbucks läuft. Und dann findet wirklich die Begegnung statt. Dann sehe ich ein Lachen, dann lache ich, dann lehre ich über ihn. Und gleichzeitig, weil er ja nicht mehr sich kleiner macht, wird er in einem gewissen Sinn grösser. Und das sieht man daran, dass er mehr versteht darüber, was er gelernt hat und sich mächtiger fühlt, weil er merkt, dass das wertvolle Erkenntnisse sind, die er da gelernt hat. Das genau das Gleiche passiert, wenn ich jetzt eine Frau vor mir vorstelle, wo so unglaublich schön ist, in allen Aspekten, genauso wie es mir gefällt, und ich meine Sehnsucht spüre, von ihr überzukommen, von ihrer Aufmerksamkeit überzukommen, oder Sex, oder Liebe, oder Berührung, oder schöne Worte, oder was alles eine Frau einem Mann kann geben. In dem Moment bin ich in einer Falle, und die Falle ist zum Beispiel dort erkennbar, dass ich nicht mehr Augenhöhe in mir wahrnehme. Ich nehme mich wahr als Kleine, als Bedürftigen, als Bettler, und ich nehme sie wahr als Grosse. Das ist für die Frau nicht sonderlich spannend, weil es ist relativ hohl. Sie kann mich in dem Moment gar nicht mehr wahrnehmen. Sie sieht nur noch den Bettler, Funktionspflichtenheft. Sie ist dann wie der Chef und ich bin der Angestellte. Aber so wirkliche Begegnung, die findet definitiv nicht statt. Ihr habt das vielleicht selber schon erlebt, dass ihr von irgendjemandem da außen zum Grossen gemacht worden seid. Kinder können das machen von der Kasse am Migros. Sie machen sich dann ganz klein und spielen das Drama ganz gross. Aber für die Grossen ist das nicht so spannend. Es fühlt sich manipulativ an. Es ist nicht dort, wo die Begegnung oder ein Tanz in der Begegnung kann stattfinden. Die Massnahme in dem Moment ist für uns, die dann sich klein machen, für den Kleinen, dass er das merkt. Das ist der wichtige erste Schritt. Und das Zweite ist, dass er sagt, hey, ich will Augenhöhe hergestellt haben, ich entscheide mich für Augenhöhe. Spannender ist, es braucht nicht mehr als eine Entscheidung. Und je öfter das praktiziert wird, desto schneller hängt das ein. Manchmal, wenn die Gewohnheit stark ist und man sie lang geübt hat, wie bei jeder Gewohnheit, braucht es vielleicht 5-6 Ansätze. Aber jedes Mal wird die Augenhöhe ein bisschen länger wahrgenommen werden nachher. Und dann findet die Begegnung statt. Dann wird das Gegenüber wieder flexibel und weich und tanzt mit. Und wie gesagt, das Interessante ist, es langt, wenn ich mich klar für Augenhöhe entscheide. Dann erlebe ich Augenhöhe. Und wenn ich das sehr entschieden mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Gegenüber nicht automatisch darauf einsteigt, dass es dann nach 2-3 Entscheidungen meinerseits auch darauf einsteigt.
Danke vielmals für deine Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Tag.